nicht anders gewollt. Wir zeigen euch wieder ein paar harte Nahkampftechniken mit den bloßen Händen und Fäusten und dem Ellenbogen, aber auch, wie ihr das Handy einsetzen könnt, beziehungsweise Tools, die euch zur Verfügung stehen. Viel Spaß! Fresh, Jochen von KrassMaga, schön, dass ihr mit dabei seid. Das Wichtigste zuerst, wir zeigen euch die Technik, damit ihr sie gut zu Hause trainieren könnt, damit ihr sie mit dem Partner trainieren könnt und im Zweifelsfalle anwenden könnt, wenn ihr in echter Gefahr seid. Er war in Gefahr. Ich sagte in ernster Gefahr. Und das ist wichtig. Nicht nur, wenn wir über den Einsatz von Hilfsmitteln, also beispielsweise einer Flasche oder einem Handy sprechen, sondern auch mit den bloßen Händen. Das, was ihr tut, kann dazu führen, dass euer Gegenüber sich ernsthaft und schwer verletzt oder sogar stirbt. Die Hinweise sind so zu verstehen. Wenn euer Gegner euch körperlich überlegen ist, ihr in einer Lage seid, in die ihr reingeraten seid, aber die ihr definitiv verhindern wollt, und wenn ihr aus Verteidigungswillen agiert, in dem Augenblick bei einem anhaltenden, bevorstehenden oder fortwährenden Angriff, dann könnt ihr diese Dinge einsetzen. Es gibt auch keine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Wichtig ist natürlich, es muss geeignet sein, den Angriff des Gegenübers zu stoppen, um zu entkommen. Ja, das ist immer das Wichtige. Es geht nicht darum, dass ihr euch rächt, dass ihr jemanden tötet oder irgendjemanden so wehtut, weil er es verdient hat. Es geht darum, selbst wenn er es verdient hat, aus der Lage rauszukommen, so früh wie möglich auszubrechen. Aber manchmal sind solche Techniken das Einzige, was euch bleibt. So ist es gedacht. Viel Spaß dabei. Immer unterscheiden wir zwei wesentliche Dinge. Das eine ist der Preemptive Strike. Wenn ich schlau genug bin, die Angriffssignale, die Vorangriffssignale meines Gegenüber zu erkennen, kann ich agieren, bevor er loslegt. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, mich erst erstechen oder erschießen zu lassen, um dann zu reagieren. Gut ist, wenn die Signale eindeutig sind, kann ich loslegen. Die Signale sind die, die wir immer wieder zeigen. Da gibt es eigene Videos für. Das Wichtigste vielleicht, wenn der Typ sagt, er haut euch um, wenn er näher kommt, die Distanz so ist und ihr das nicht verhindern könnt, und er ausholt oder etwas aus den Taschen holt, wahrscheinlich auch, wenn er sich vorher umdreht und gleich loslegt. Das sind Signale, Achtung, Kontext beachten, dass wenn der Bäcker beim Verkauf des Brötchens sich umguckt, heißt das nicht, dass ihr loslegen könnt. Ich hoffe, es ist klar. Ich hoffe, es ist klar. Das heißt, was ihr selber leisten müsst, ist die Situation so von der pure Perspektive aus zu betrachten, dass ihr euch klar werdet, ich bin in einer ernsten Gefahr, ich bin in einer Notlage und jetzt kann und muss ich das tun. Wenn wir sagen, boah, so haust du auf dem Hals, das ist ein toller, schöner Impuls, der wirklich schnell wie aus dem Nichts rausgeht, dann ist natürlich völlig klar, wenn ich das in einem Gespräch mache und es gibt hier keine Bedrohungslage, es ist auf jeden Fall total strafbar. Und wenn es ein Overkill ist, wenn er Verkehrsteilnehmer nicht einverstanden ist mit meiner Tat und ich zum ersten Mal auf den Hals haue, dann kommt ihr dafür definitiv ins Gefängnis. Das ist auch nicht okay, das wollen wir nicht. Gleichzeitig, wenn ich meine Kinder, meine Familie, meine Freundin ausstatte mit diesen Tools und appelliere an ihren klaren Menschenverstand, verhindere das, solange es irgendwie geht, halte dich nicht lange in dieser Distanz auf, flüchte, wenn du kannst, beschwichtige, hol ihn ein bisschen runter von diesem aggressiven Film und entziehe dich aus der Lage. Wenn das nicht gelingt, bevor meine 10-jährige Tochter in ein Auto geschleppt wird oder ein Kind vergewaltigt wird oder eine Frau, möchte ich, dass sie alles gibt. Wehrhaft zu sein bedeutet auch, dann loszulegen, wenn der Gegenüber stärker ist und es gefährlich ist. Denn die Gegenwehr ist immer ein erfolgsversprechendes Tool, selbst wenn der andere im Ring besser ist oder auch rein technisch gesehen ein normalerweise überlegenes. Unfaire Techniken sind vor allen Dingen neben dem ganz plötzlich loslegen, immer überraschend durchzuführen und dadurch sehr erfolgsversprechend. Reden wir also über den Preemptive Strike und dann, das ist die andere Sache, reden wir darüber, wer die Fäuste fliegen. Darüber reden wir auch gleich. Kommen wir direkt zum ersten Move. Entscheidend ist ja beim Preemptive Strike, dass ich plötzlich agiere. Ja, ich pieke ihm ins Gesicht, die Finger gehen rein. Wenn der sich hinterhält und plötzlich hat er die Hand drin, passiert erstmal das, der abzufeuern während der Diskussion. Ich merke, es kippt, das zu machen, da gehört Mut und Entschlossenheit dazu. Das könnt ihr zwar trainieren, euch vornehmen, aber müsst ihr es immer noch machen. Wenn ich jetzt hier reingehe, die Deckung geht hoch, sein Kopf geht ein bisschen zur Seite. Was ich tue, ich feuere anschließend gleich noch meine Gerade rein. Ja? Ja? Ein schöner, harter Schlag, boom. Wie gesagt, gleiches mit der offenen Hand. Wenn ich das gemacht habe, wechsle ich aber währenddessen die Position in die Diagonale. Und jetzt kommt dieser gerade Schlag. Und ich mache einen schönen, ordentlichen Schritt nach rechts außen. Vielleicht bringe ich meinen Gegenüber auch nach hinten zu gehen. Wichtig ist, ich möchte das Momentum nicht verlieren, ich möchte dranbleiben. Wenn der wegtaubert und wegfliegt, renne ich weg, ist klar. Ja, ich bin hier, zack, jetzt kommt der Schlag. Boom. Und von hier habe ich jetzt wunderbar sein Kinn von der Seite als Ziel. Jetzt ist es auch nicht mehr so riskant, mit der Faust zu schlagen, finde ich. Ob ihr jetzt mehr so etwas wie einen Hook macht
ein Schwinger macht, einfach boom, hier reingeht, oder ob ihr eine gerade Hand macht, ist halt euch überlassen. Ja, auch von hier kann ich natürlich boom, mit dem Ellenbogen arbeiten, aber eigentlich will ich nicht davon ausgehen, so in der Arbeit zu sein. Die Arme sind eventuell oben, ich will nicht direkt immer auf die Deckung raufklopfen, sondern ich arbeite von der Seite. Ja, zack, reingehen und jetzt bin ich hier. Ich bringe dabei das Körpergewicht auf den Fuß außen. Ja, hier bin ich und dann kommt volle Kanone das Teil rausgeschossen. Von hier, Körpergewicht ist hier drauf, habe im Prinzip einen Shift gemacht. Shift von dem hinteren auf den vorderen Fuß. Zack, zack und jetzt geht's ab. Boom. Ja, und selbst wenn hier die Deckung vorne ist und hier oben ist, das klatscht, der Kopf wird zur Seite gedrückt. Richtig schöner Mechanismus, um die K.O. zu schlagen. Und jede Form der Flucht ist in dieser Art und Weise noch besser gewährleistet. Ne? Wenn ich ihn hier hinbringe, bewegt er sich in die Richtung und ich kann in die Richtung fliehen. Ich fliehe lieber dahin, wo ich sehen kann. Und hinter ihm kann ich offensichtlich sehen. Eiter. Rausgehen. Boom. Und die Keule. Schöner K.O. Hat schönes Potenzial. Ich mache es mal am Sandsack. Der ist ein bisschen stabiler. Ich habe auch das Gefühl, hier muss ein bisschen Wasser rein. Und genauso gut kann ich hier schön mit der Hammerfist arbeiten. Ne? Das ist eine schöne Bewegung, wie mit der Axt einmal rum. Ne? Push. Push. Richtig geil, macht richtig Bock. So, und ich treffe hiermit das Seitliche. Ja? Selbst wenn der Kopf hart ist, die Bewegung, die ich damit erzeuge, boom, ist richtig hart. Könnt ihr auch mit offener Hand machen. Zack, zack, boom. Und einmal rum. Wichtig ist dabei, behaltet, sofern euch das möglich ist, die Deckung einigermaßen oben. Ich schlage und gehe den Schritt rein. Boom. Und von hier bin ich aufgezogen, habe den rechten Fuß und jetzt mache ich diesen Turn. Das ist ein bisschen, das sind zwei Sachen. Das eine ist, ich bin mit dem Gewicht auf dem rechten Fuß und transportiere ihn auf die linke Seite. Ja? Und das andere ist, ich mache dabei so etwas wie ein, nicht wie ein Squat, sondern ich stehe dabei auf. Das heißt, geh runter, mach mit deinem Boot. Und mit dieser Bewegung kommt auch noch zusätzlich noch mal ein bisschen Tempo rein. Ja? Also ich bin hier unten und schlage hier unten rein, was sicherlich eine coole Variante ist, auch für die Straße. Aber ich mache mich los. Und diese Drehung, ja, ist durchaus ein Mechanismus, wo einigermaßen Bums entsteht. Ja? Also hier hin und dann kommt die Keule von hier oben rein. Wie besprochen kann ich das auch mit einem Tool vollziehen. Ich habe hier mein Handy, das Handy habt ihr ohnehin den ganzen Tag in der Hand. Was ich nicht mache, ist, dass ich den Daumen oben drauf lege, sondern ich halte es wirklich nur seitlich. Auch beim Kubotal, ich habe das Gefühl, der Daumen ist sozusagen die Sollbruchstelle und das hält den Druck nicht aus. Meine Wahrnehmung, könnt ihr auch von mir aus beschreiben, wenn ihr das anders seht. Was ich mache ist, ich habe diesen Erstschlag, indem ich in irgendeiner Form ihn ablenke, um meinen Schlag zu vollziehen. Zack. Und was ich dann tue, ist nach wie vor mit der offenen Hand einfach zu schieben. Da tut ihr euch auch nichts, gerade wenn ihr die Hände hochnimmt. Ich habe hier Momente, boom, und ich mache diesen Schritt. Boom. Und jetzt ganz klar, wir haben vorher noch mit der geraden Faust geschlagen, mit dem Handy würde ich jetzt den Hammerschlag vollziehen. Dann macht ihr eine schöne Drehung. Achtung, das ist im Prinzip so etwas wie eine Wurfbewegung. Ihr haltet schön fest das Handy und schlagt von hier boom, einmal durch. Achtung, nicht nur bis zum Ziel, sondern immer bis durchhauen. Okay, das hier ist eine Stelle, da könnt ihr sehr viel kaputt machen. Da habe ich unseren Gegner ein erhebliches Problem bereitet. Dieses Problem hattet ihr vorher. Es geht um eure Sicherheit und Notwehr. Das heißt, ich gehe hier rein, öffne und zack. So, und wenn ihr diesen Drill mal entspannt macht, ein paar Mal durchspielt, um dann schneller zu werden, vergesst nicht, am Anfang kommt es mir auf Geschwindigkeit an und von hier möchte ich eine schöne Wucht haben, okay? Haut richtig ordentlich zu, mit dem Sandsack geht das, mit Bob geht das, boom, oder mit dem Kollegen, der die Pratze hält, haut ordentlich drauf, push! Ihr schubst den Gegenüber noch und flitzt weg. Wenn der das Ding hier drauf bekommen hat, dann gute Nacht. Sollten bereits die Fäuste fliegen, ist es hilfreich, seinen Kopf zu schützen während dieser Bewegung. Wir arbeiten nicht mit der Doppeldeckung in der Selbstverteidigung, weil ohne Handschuhe das tatsächlich wenig Sinn macht. Was ich mache, ist entweder den kompletten Cover oder wenigstens einen Arm, wie im MMA, durch den Ellbogen nach vorne bringe. Achtung,
bringt den Arm richtig an den Kopf ran, ja? Nicht hier draußen schützen, nicht nur abhalten, richtig fest. Das heißt, ich kann schlagen, aber unabhängig davon, ich gehe hier mit dem Helm, um dann die rechte Seite zu bearbeiten. Okay? Und eigentlich mag ich den Helm so, denn egal von wo der Schlag kommt, ist er einigermaßen geschützt. Achtung, beim Uppercut ist es nicht ideal. Ich glaube auch, das ist da so sowieso nicht verbleiben, sondern bewege mich in den Mann, bewege mich raus, shifte dabei. Aber wenn ihr jetzt hier schön den Helm nehmt, mit ihr arbeiten, zack und zack. Ja, im Kampfsport ist das durchaus ehrgeizig. Probiert es mal im Sparring Spaß heraus. Geht hier rum und lasst einfach den Boxhandschuh fliegen. Ja, das ist gar keine so schlechte Variante zu testen, ob er sozusagen diesen Hammerschlag macht. Achtung, er sollte technisch gesehen gut gehen. Ja? Es geht nicht darum, irgendwie mit der Faust ihn irgendwie zu berühren, sondern er sollte schon eine ordentliche Drehung vollziehen. Aber das mit einem Tool ist auch richtig gut. Zack! Da habt ihr auch echt einen wunderbaren Effekt. Das klatscht richtig rein. Achtet nur darauf, schön euer Gewicht zu verlagern von der anderen Seite. Und von hier gehe ich wieder rauf. Ja, das heißt sozusagen, wir haben wieder einen leichten Squat. Bei alledem kommt es natürlich darauf an, ordentlich, schnell und hart zuzulangen. Wichtig ist die Geschwindigkeit, das Überraschungsmoment und natürlich die Power, mit der ihr zuhaut. Es ist jetzt nicht so entscheidend, dass ihr der Stärkste von allen werdet, wenn ihr einigermaßen gute Technik habt und einigermaßen schnell abfeuert. Vor allen Dingen, wenn ihr das getrainiert habt, habt ihr gute Chancen, euer Gegenüber so erstmal zuzusetzen, dass ihr eine Flucht ermöglicht. Darum geht es, ne? Ich lange zu und renne weg. Und da reichen manchmal Kleinigkeiten. Mir ist immer wichtig, wir haben eine gute Position. Ja, das ist so diese Schuppelübung, wenn ihr nicht umfallt, wenn ich das mache, ist das schon mal hilfreich. Das heißt, ich stehe in meiner Auslage, ich bin Rechtshänder, ich habe die Hände zwischen dem Gegner und mir, ich mache eher die Mitte zu, ist, dass ich außen meine Hände habe, um etwaige Schläge, die gerade sind, zu vermeiden, wahrscheinlich sogar zu unterbinden, weil in der Tendenz kommt dann der Angriff eher von außen. Ich will meinen Kopf schützen können und ich will den schönen Gegenangriff geben. Geschmeidige Bewegungen haben immer damit zu tun, dass ich möglichst direkt arbeite, dass ich auch den Einsatz meines ganzen Körpers berücksichtige, also die Hüfte einsetze. Das Wichtigste wie immer, vermeidet die Gewalt und trainiert fleißig für den Ernstfall, ohne euch verrückt zu machen. Die Welt ist nicht voller Gefahren. Gleichzeitig, wenn ich heil nach Hause komme, wenn ich meine Kinder schützen kann, geht es mir besser. Und das bedeutet schon, einen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Bob ist sehr dicht dran, deswegen hat er heute auch bekommen, was er verdient. Ich denke mal dran, mit einem Tool in der Hand, was unauffällig irgendwie dabei ist, euer wirklich kleiner Blick mal, boom, könnt ihr richtig schön was rausfeuern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut niemandem was, trainiert zu Hause, bleibt fresh, bleibt entspannt, macht Krav Maga.